Hallöchen, ihr Lieben! Heute zeige ich euch eine ganz einfache Bastelanleitung, wie ihr diese süße Verpackung für zum Beispiel Schokoriegel in der Größe von Jogurette basteln könnt. Da passen insgesamt 3 Schokoriegel rein und ich habe sie hier in diesem wunderschönen Look von Zitrone und Limette gebastelt, als kleine Inspiration für euch. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los hier mit dem Basteln. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuschauen und Nachbasteln. Als erstes benötige ich einen stabilen Farbkarton in 21 x 9 cm. Diesen falze ich auf der kurzen Seite bei 1,5 und 7,5 cm. Dann drehe ich den Farbkarton auf die lange Seite, falze nun bei 4,5, 6, 14 und 15,5 cm. Gehe dann wieder zurück auf 8,5 cm. Ich falze jetzt nicht ganz durch, sondern nur bei dem kleinen Teil an der Außenseite. Und zwar oben und unten bis zur jeweiligen Querfalz. Der mittlere Teil wird also nicht gefalzt, da gut aufpassen. Dann schneide ich genau bei den 8,5 cm bis zur Querfalz ein. Und dann gehe ich von der linken Seite mit der Schere direkt auf der Querfalz genau bis zu diesen 8,5 cm hin. Das wiederhole ich dann auch nochmal auf der gegenüberliegenden Seite. Auf der rechten Seite schneide ich beide Falzlinien gerade bis zur Querfalz entlang und schräge sie auf dem kleinen Feld ab. Das wiederhole ich dann auch nochmals auf der gegenüberliegenden Seite. Die beiden Ecken hier auf der linken Seite, die runde ich mir mit dem Envelope Punchbot ab. Zur Verkleidung habe ich mir 2 schöne Musterpapierstücke in 4 x 5,5 und 5 x 5,5 cm zurechtgeschnitten. Diese sind für diese beiden Bereiche. Bei dem einen Musterpapier muss ich, wie ihr sehen könnt, noch die beiden Ecken abrunden, dass es auch gut passt. Und bevor ich es aufklebe, kommen noch weitere Stücke Musterpapier dazu. Und zwar für die Außenseiten brauche ich 2 Stück in 5 x 1 cm und ein weiteres Stück Musterpapier in 5,5 x 1 cm. Hier habe ich jetzt schon mal alles passend aufgelegt und dann wird es auch gleich aufgeklebt. Auf die weißen Seitenteile, da habe ich jetzt schon mal doppelseitiges Klebeband draufgegeben. Ja, und dann kann die Verpackung schon mal zusammengeklebt werden. Ich nehme hier dazu das kleine Stück als erstes, klebe es dann an die andere Seite, wie ihr sehen könnt, und lege das mit dem Musterpapier dann einfach drüber, so dass es natürlich außen zu sehen ist. So, dann kann schon mal die Schoki rein. Ja, die Schoki passt ja schon mal wunderbar hier hinein, wie ihr sehen könnt. Aber schaut, die Verpackung geht leider immer wieder auf. Daher befestige ich auf der Innenseite ein Stück Magnet, lege einen zweiten auf die Außenseite passend drauf und schließe die Verpackung. So klebt jetzt auch das Stück Papier hier mit dem Magnet zusammen. Und jetzt kann man die Verpackung auch wunderbar öffnen und schließen. Zur Deko gibt es eine Zitrone. Die stemple ich in der D-Styx Oxide Farbe Squeezed Lemonade auf. Ich möchte aber eine ganze Zitrone auch mit dabei haben. Deswegen stemple ich 2 halbe Zitronen einfach so aneinander. Da muss man gut schauen, aber das funktioniert auf jeden Fall. Ja, und dann schneide ich beides aus. Den Rand der Zitrone färbe ich mit der Farbe Scattered Straw. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen wirklich richtig aus. Ja, färbe ich mit einem Schwämmchen zusammen ringsum ein.
beiden Zitronen lege ich schon mal hier auf die Verpackung drauf. Dazu kommt noch ein Wort und zwar Celebrate. Das habe ich aus dem gleichen Stempelset hier. Und ja, das stempel ich auf und schneide es ringsum aus. Die Zitronen werden direkt aufgeklebt. Unter dem Celebrate sind Klebeplättchen. Die klebe ich dann auf die Zitronen drauf. Als kleines i-Tüpfelchen bekommt meine Verpackung jetzt noch 3 Strasssteine in der passenden Farbe. Schon ist die wunderschöne Verpackung in Zitronenoptik fertig. Ich habe hier auch noch eine Limette mit dazu gebastelt. Man kann jetzt auch noch das weiterführen in Orange und Blutorange. Also wie ihr möchtet, so ein ganzes Set sozusagen kann man sich hier zusammenstellen. Das sieht doch wirklich sehr schick und erfrischend aus, oder? Was sagt ihr? Ich hoffe, meine Bastelidee gefällt euch. Wenn ja, lasst gern ein Däumchen nach oben da. Lasst auch gern ein Abo da, wenn ihr möchtet. Und ja, damit ihr auch nichts verpasst, zusätzlich könnt ihr auch noch das Glöckchen aktivieren. So bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Ich danke euch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bleibt gesund. Da fehlen mir schon die Worte. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Bastelwelt. Tschüss!